Das Spiel beginnt. Schöner Pass auf den Torschützen Nadim Amiri. 1-0 nach 11 Minuten. Leverkusen ist auf Kurs. Baumgartlinger mit dem Chipball an den 16er. Da ist wieder Alario. Was macht Alario? Er schießt aus Spitze. Winkel ins Tor! Ja, das gibt's doch gar nicht. Was ein brillantes Tor. Die erste Chance und direkt das Tor. Jetzt ein Foul. Nein, ein Tor. Das lässt der Schiedsrichter tatsächlich laufen. Da waren sie selber alle überrascht im Stadion. Was ist das denn Kurioses? Die Ecke kommt rein. Kopfball raus aus dem Strafraum. Nachschuss Bellarabi, Fragezeichen. Ja, der kommt und ist im Tor. Der ist im Tor. Mutig gemacht. Aus 20 Metern einfach mal draufgehalten. Spektakuläre Variante. Jetzt kaum kommt der Ball rein, schwirren sie aus. Der Ball kommt zu Bellarabi, der schießt ins Tor für die Bergselb. Jetzt mal wieder Diaby mit Geschwindigkeit. Vors Tor und im Tor ist der Ball, das 6:1. Dann auch die Tordifferenz kann am Ende tatsächlich entscheidend sein, wenn es um den Gruppensieg geht. Jetzt allerdings der Anschluss. Bayern 04 Leverkusen gegen OGC Nizza endet 6:2.